Ich wollte gerade sagen, wo ist verdammt nochmal der Bossraum? Okay, ich würde sagen, wir versuchen es mal im Shop. Würde mich doch interessieren, was da drin ist. Wir versuchen nochmal den Geheimraum zu öffnen. Ich vermute, er ist... Ah ne, er könnte auch da sein. Shit. Und die Leiter. Danke. Jetzt habe ich irgendwie doch den richtigen Riecher gehabt, dass ich da mal reingehe. Jetzt können wir uns auf jeden Fall... Ich hatte von irgendwo ein Item gehabt, was wir uns holen können jetzt. Oder mehrere sogar. Bam. Machen wir einfach mal die Kiste auf. Vielleicht kriegen wir was Schönes. Und es ist eine Health-Up-Pille. Leute. Ich laufe jetzt gerade mit 8 Herzen auf dritter Etage rum. Dritter, vierter Etage. Egal. Die kann ich mir jetzt auch mitnehmen. Einfach so bam, rüberlaufen. Bam, bam. Also die Leiter, das perfekte Upgrade zur richtigen Zeit. Alles tun, was ich noch übrig hatte. Und die Karte, die meinte ich. Tour of Spades, verdoppelt Bomben. Nee, Schlüssel. Schade. Ich dachte Bomben. Naja, haben wir wieder zwei Schlüssel. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Und ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell erkunden noch den Rest. Das ist ja fast nichts mehr. Vielleicht ist noch ein bisschen extra Loot dabei. Ich könnte ja mal hoffen. So. Curved Horn erhöht unseren Damage. Leute, dieser Run verspricht richtig Hammer zu werden. Richtig Hammer. Meine erste Vermutung war wirklich richtig gewesen, dass dort der Geheimraum ist. Das ist der Hammer, Leute. Das ist der Hammer. Oh, den Damage, den ich fahre. Ach du heilige Scheiße. Du, das war's mit dir. Halbes Herz. Und was haben wir hier links als letzten Raum? Der Opferraum. Natürlich. Acht Herzen. So viele Damage-Upgrades jetzt schon. Oh, ich habe die Münzen noch hier. Sehr schön. 21 Münzen, das heißt nächste Etage. Der Shop ist uns auch schon mal sicher, dass wir uns ein großes Item holen können. Was wir auch wiederum wechseln können mit unserem Würfel. Also, haha. Also wenn es ein Spacebar-Item ist, ne? Also Leute, das ist der H-A-Doppel-M-E-R. Hammer. So, nun hoffen wir, dass wir einen schönen Boss bekommen. Und noch ein Schlüssel. Also die Leiter war wirklich auch zum perfekten Zeitpunkt. Genau wie dies hier und so weiter. Und wir haben Pip. Aber wir haben ja zwei Bosse. Oh ja, ich bin schon wieder so vergesslich. Hoffen wir nicht, dass wir bei beiden Bossen Scheiße bekommen. Weil wir können unser Item ja nur einmal einsetzen jetzt. Und ich musste gerade wirklich gucken, was ist jetzt mein Auge und was ist sein Auge. Das ist verwirrend. Na, ich bin reingelaufen. Schlecht. So, das war's jetzt aber für dich. Und The Patient Boy, ich will keine Münzen, ich möchte Stammzellen und mehr Leben haben dadurch. Sehr geil. Ja, Mr. Spastikalosa. Hängt fest, lol. Voll gerade feiern. Ich bekomme ein bisschen viel Schaden, ich bin unaufmerksam. Soll ja nicht so sein, ne? Boss ist tot. Und noch mehr Leben. Wir haben 10 Leben. 10. Nach der vierten Etage. Ich hole mal eben kurz. Ich fülle mal eben mein Leben wieder auf. Könnte jetzt einen kurzen Moment dauern. Aber ich möchte lieber mit vollem Leben runtergehen. Als mit. Na, okay, da hinten laufe ich jetzt nicht hin. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Zumindest ein bisschen Leben eingesammelt. Ist immer noch besser als gar nichts. Und runter. So. Die Tief Nummer 1. Necropolis. Okay. Oh.
Oh, der Raum war jetzt, das war jetzt alles so sinnlos. Zwei Spielautomaten und danach so ein komischer Schwachsinnsraum. Also, yeah. Okay, auf nach rechts. Mit einem goldenen Kackehäufchen. Tot. Klinker, Klinker. Ah, unnötig. Na komm. Goat-Roof. Aber nee, brauche ich nicht. Nein, ich bin gefangen. So, ein halbes Herz. Und, fühlst du da? Hab ich eine Angst? Schaden bekommen, scheiße. Und, tot! Tot! Oh, das ist eingesperrt. Armes Ding. Armes Würmchen. Hahaha. Ich vermisse ein paar Räume. Irgendwie. Nee, unten ist nur ein Raum, das weiß ich. Oder zwei Räume. Ganz ruhig, Alter. Muss nicht die ganze Zeit rumballern. Aber zwei Bomben. Und der Geheimraum ist rechts. Oh. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's weiter. Okay. Notched Pickaxe, blaues Herz. Ich mach mal Risiko. Kommt. Ich nehm das Ding mit. Natürlich nicht für immer, sondern wechsel es zur Batterie. Shit. Ich nehm kurz die weiße Pille mit. Du machst. Was machst du denn, Mrs. Weiße Pille? Friends till the end. Okay. Blaues Herz. Rotes Herz. Und wir holen mal uns ein paar Aufladungen zurück. Ultra Pride! Noch nie bekämpft bisher. Das sind übrigens Edmund McMillan und ich weiß den anderen Namen gerade nicht. Sorry, mein Freund. Das ist ein mega Spezialboss. Einer der seltensten Secret-Boss im Spiel. Es scheint wirklich anstatt Pride und stellt wirklich die Entwickler dar. Dafür gibt es auch, glaube ich, ein Archiv mit. Am Blische Court. Und hier haben wir nämlich The Left Hand. Und für die Left Hand muss ich eben nachschauen. Ich weiß nämlich nicht, was sie tut. Bis gleich. So, ich habe kurz nachgeschaut. Also, die Left Hand, die replaced, das ist nämlich total schlecht, zumindest finde ich das, alle goldenen normalen Kisten mit roten Kisten. Aber da muss ich doch mal eben sagen, nein. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Auch so eine Art Hassraum, den ich habe. Wenn man hier so schwer ausweichen kann. Aber kein Problem für uns. Nicht für unser Item-Setup. Jetzt haben wir auch fast wieder den Würfel voll. Sehr schön. So, boah, ich hab's geahnt, dass hier Dings ist. So, Klinker, Klinker, Klinker. So, Schlüssel. Auf gut Glück. Das ist etwas, was ganz okay ist. Kommen wir gleich wieder drauf zurück. Ich weiß nicht mehr genau, was es macht, aber es hatte was mit Fliegen zu tun. Ich glaube, wenn man getroffen wird, spawnen Fliegen. Ich glaube, das ist das Ding. Ich weiß es nicht. Oder Spinnen? Nee. Deswegen, wir gehen mal eben ganz schnell nach unten. Zum Itemraum. Und switchen die Batterie, auch wenn es eigentlich hart ist, klingt hart, aber ich will das Space Bar Item momentan noch behalten. Also, bam. Und die Karte. Ich hätte zwar was anderes erhofft, aber die Karte ist nicht schlecht. Die nehme ich mit. Nehme ich sogar gerne mit. Finde ich sie eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ding mit. Ich wusste, es ist ein Space Bar Item. Ich wusste, ich habe es geahnt. Es slowt alle Gegner. Das war das. Aber wir haben ja noch ein paar Räume vor uns, dass wir das eben einmal wieder switchen können.
ein. Böse Spinnen. So, Raum auch geschafft und eine neue Pille. Das ist... Ah, Speeddown. Ich hab's geahnt. Einmal müssen wir eine schlechte bekommen. Das war aber vorauszusehen, dass es mal passieren muss. Ja, Leute, ganz ruhig. So, gucken wir mal weiter. Was ist jetzt, was haben wir für einen Boss jetzt? Es ist Loki. Loki will have not a single chance. Not a single chance. Gott. Leute, ich mach's gerade wieder ein bisschen spannend, oder? Hab ich gerade so das Gefühl. Das macht's nicht gerade einfacher. Nicht wirklich. Hoho, ich war fast reingelaufen. Scheiße. Okay. Dogfood. Haben wir wieder ein Leben. Haben wir jetzt schon fast 12 Leben. Hover. Nee, Hammer natürlich. Und wir nehmen uns jetzt mal das Spacebar-Item hier und tauschen es. Zu. Forever Lone Attack Fly. Naja. Ist okay. Okay, ist eigentlich voll scheiße. Ich will dich nicht haben. Und die Tiefe Nummer 2. Mit einer nicht aufgedeckten Karte. Dun, 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 dun. Dü, dü. Na komm. Better Ben. Eine Bombe. Und Mini-Blastozyste. Mit keiner Chance. Und Mutters Unterhosen. Mit keiner Chance. Die brauchen wir nicht. Oder? Warte, die haben doch, glaube ich, nur Schussspeed erhöht. Aber ich möchte irgendwie was anderes haben. Ich wechsle die auf jeden Fall. Aber wir gehen mal ganz kurz oben hin. Ich riskiere mal so gerne.